Wir sind das erste Mal am Wettkampfort angekommen. Da oben geht's anscheinend rein. Wir waren noch nie hier, deswegen jetzt schauen wir mal. Jetzt passiert zuerst mal die erste Tanning-Schicht. Wir haben es jetzt 13 Uhr so um die Uhrzeit. Die zweite Tanning-Schicht wird dann ein bisschen später passieren. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal rein beim Wettkampfort. Wir sind jetzt schon Backstage angekommen. Ja, der Backstage-Bereich, wie ihr seht, ist ziemlich klein. Es sind jetzt alle drei Klassen gleich aufgerufen worden. Bin schon gespannt, wie der Ablauf ist. Aber ja, jetzt geht's gleich auf die Bühne. Es wird vorher immer großer Trubel gemacht und dann heißt es wieder warten. Ja. Aber das Warten ist halt immer ein bisschen mühsam. Vor allem, wenn halt einfach zu viel stehen, ist auch nicht optimal für die Beine. Deswegen lege ich mich meistens noch ein bisschen hin, lege die Beine noch ein bisschen nach oben und erst dann, wenn es zum Pump-Up geht, dann gebe ich richtig Gas, damit ordentlich nochmal was in die Muskulatur kommt. Hier habe ich nämlich Crank Pump Pro reingemixt in mein blaues Gatorade mit ein bisschen Salz. Das hilft mir dann einfach wirklich, einen ordentlichen Pump dann zu bekommen, die Muskulatur einfach fülliger ausschauen zu lassen auf der Bühne. Ja, und auf das freue ich mich jetzt dann schon, auf die Bühne zu kommen, nach so langer Zeit wieder. Es wird echt cool. Das Stage Finish ist immer noch ein bisschen Öl drauf. Das bringt das Ganze, die ganze Farbe einfach noch mal besser raus, würde ich sagen. Und wie ihr seht, da kommt die Härte erst richtig durch. So, jetzt gibt es den Pump-Up-Drink.
Es ist Gatorade mit Salz. Was ist? Gatorade mit Salz und Crank Pump Pro, wie gesagt, um ordentlich Blutfluss noch reinzubringen. Jetzt geht es dann gleich auf die Bühne. Ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt. Aber wie ihr seht, ich freue mich einfach schon extrem drauf. Relax. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Double bicep. Relax. Quarter turn to the right. Face front. Okay, gentlemen, thank you. Woo! Two, 18 and 16. Two and 23 change. 7 Side chest. Moya. Glute. Bravo. Turn around, face the back. Double bicep. Face the front. Abdominal pose. Bravo, 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 bravo. And your favorite classic physique pose. Bravo, bravo, bravo. Relax.
Thank you, Kevin! So, ja. Zweite Call-up außen war jetzt nicht sehr. Aber ich muss sagen, waren einfach gute Leute und ja, sind schätzungsweise einfach besser gewesen als wie ich. Ich habe es so nicht gesehen. So muskulär sind natürlich die meisten um einiges mehr, aber wie gesagt, es ist für mich erst jetzt wieder so der Startschuss. Motiviert mich extrem, muss ich sagen, da wieder ordentlich draufzulegen. Okay, ich muss wieder zurück. Zuerst wird jetzt mal relaxed, mein Schatz. Gibt es erstmal ein paar Kalorien vom Zucker. Nachdem ich heute erst so 1000 Kalorien gegessen habe, damit die Mitte schön schmal bleibt. Das heißt, Ina. Brauche ich jetzt ein paar Picoballer. Und dann freue ich mich schon auf zu Hause, wenn meine Katharina. Was gibt es? Obstbowl oder Gemüse? Alles, Pizza. Was du willst, mein Schatz. Alles, was du willst. Es gibt Pizza. Es gibt Gemüse, es gibt Salat, es gibt Obst. Es gibt Bohnen, freue ich mich schon. Bohnen, ja, Erbsen, Mais, alles. Mhm. Alles da. Zum Abschluss des Tages hat uns die Katharina heute noch eine Pita-Pizza gemacht. Mit bisschen Tofu drauf, Oliven, Mais, ähnliches Gemüse, ein bisschen Tomatenmark drunter, also eine vegane Pizza. Und ich muss sagen, die schmeckt richtig genial. Also sie ist auch echt, ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, aber so richtig schön knackig, wie man es von einer Pizza erwartet. Der Käse sind übrigens Hefeflocken. Käse sind Hefeflocken und wenn eine Frau kochen kann, dann muss man in Ungarn nachher sogar gar nicht essen gehen und kann zu Hause sein Essen wirklich
mit seiner Frau noch genießen. Wir brauchen keine Restaurants. Ha.